Die Entscheidung ist gefallen. In das ehemalige Schuhhaus Schneider an der Hauptstraße wird kein Einzelhändler kommen, sondern Büros der aufstrebenden Eisborner Firma Hardline Cleaner, ein Reinigungsunternehmen für Privat- und Firmen. Man müsse mit der Zeit gehen, so Vermieter Christoph Schneider. Das ist ja in der heutigen Zeit, muss man flexibel sein. Und wir sind ja flexibel. Wir kriegen ja nicht wieder einen Schuhladen hier rein. Wir machen heute nur Schuhe. Im Gegenteil, gucken wir mal das Umfeld an, sind alle Schuhgeschäfte zu. Verdol, Lüdenscheid, Neuenrade. Und Lendringsen ist nur noch ein großer Konzern. Das Kleine stirbt ja alles aus. Und deshalb ist es schwierig, hier wieder jemand reinzukriegen in die Größe. Das sind alles Wunschdenken. Man wünscht sich das schon, aber es funktioniert nicht immer. Deshalb haben wir hier schönen Ersatz. Seit 2017 gibt es Hardline Cleaner. Das ist eine Gebäudereinigung. Wir machen tägliche Reinigung bei den Firmen, Büro, Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Industriereinigung, Haushaltsreinigung bieten wir an, was alles in- und außen Immobilien gibt zu reinigen. Mittlerweile liegen wir auch weiterhin wie Dortmund, Frankfurt. Ja, also erste Mal Ziel war 50, weiterhin. Jetzt ist es natürlich ausgebreitet seit 2017. Wir arbeiten jetzt Richtung 100 Kilometer. Meine Eltern haben in Holland Reinigungsfirma gehabt und da habe ich als natürlich für die Buchhaltung versorgt und auch natürlich für die Vertretung bei Krank oder Vertretung bei Urlaub habe ich selbst die Reinigung übernommen. Fünf, die wir ernst genommen haben, aber wir haben uns bewusst für die Hardline Cleaners entschieden, weil das Zwischenmenschliche zwischen uns sofort gepasst hat. Wir sind hier ja sehr familiär angebunden. Meine Eltern wohnen ja oben direkt gegenüber und sind ja leider seit dem Unfall auch Pflegebedürftiger. Und da verläuft ja jetzt auch zum Glück wieder. Und ja, finden wir natürlich sehr schön, dass wir auch mit Ordnung und Pflege, dass ich das liebevoll weitergeben kann, weil ich da ja auch mal sehr viel Wert gelegt habe, dass der Bürgersteig sauber ist, dass die Bank ordentlich gehalten wird, weil ja viele auch verweilen dort und gebe das liebevoll an die Hände weiter ab und weiß dann auch mit ruhigem Gewissen, dass es hier weiterhin ordentlich für Balve dann auch ist. Das wird renoviert, nach Büroräume, um die Kunden auch zu zeigen, es ist hier eine Reinigungsfirma. Also hier kommt vorne kommt zwei Büroräume und Kundenbereich dann entfernt. Nach Renovierung, Umbau und Einzug soll am 1. April das Büro eröffnet werden.